Na, Kohl hat erst unlängst wieder den Sozialdemokraten, allen voran Willy Brandt, Herbert Wehner, Egon Bahr und Johannes Rau, vorgeworfen, sie hätten um billiger Wahlgeschenke willen die großartige Idee des Einig-Vaterland verraten. Doch die Wirklichkeit war noch viel schlimmer. Wie aus geheimen Monitorakten hervorgeht, haben die Sozis nicht nur das Einig-Vaterland an die SPD verraten, sondern unser höchstes nationales Gut überhaupt, den Fußball. Genauer, die bundesdeutsche Fußball-Ehre. Doch bevor wir diese schändliche SPD-SED-Kungelei enthüllen, noch ein Hinweis. Die Sendung Nachgefragt, Monitor im Kreuzverhör, in der Sie die Redaktion unmittelbar anrufen und alle Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen loswerden können, wird kurz nach dem Ende dieser Sendung um 21.15 Uhr in West3 ausgestrahlt, dem Programm, das Sie auch bundesweit über Kabel und Satellit empfangen können. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun das Neueste aus den dubiosen Akten, wie die SPD den bundesdeutschen Fußball verriet. Aufgezeigt von Philipp Siegel und Günter Walter. Fußballweltmeisterschaft 1974. In Hamburg kommt es zu einer deutsch-deutschen Begegnung. Der hochfavorisierte Fußballriese BRD in den hellen Trikots spielt gegen den Fußballzwerg DDR. Ein eher mäßiges Spiel. Doch dann in der 78. Minute die Sensation. Ohne jegliche Gegenwehr der Westprofis, die DDR gewinnt das Spiel völlig überraschend mit 1:0. Auf der Zuschauertribüne Bundeskanzler Helmut Schmidt und nur drei Sitze von ihm entfernt Michael Kohl, ein damals hoher DDR-Funktionär. SPD und SED Seite an Seite, Zufall? Wohl kaum, denn schon im Januar 74, also 5 Monate vor dem Spiel in Hamburg, reist Egon Bahr nach Ost-Berlin und trifft eben diesen DDR-Funktionär Michael Kohl. Was damals niemand ahnte, es ging auch um die WM-Begegnung der beiden deutschen Staaten. Das belegen bislang geheime Monitordokumente. Aus ihnen geht hervor, dass sich SED-Propagandachef Axen in der WM-Sache direkt an Honecker wandte. Ich schlage vor, den Vorschlägen des Bahr zu folgen und weitere Maßnahmen für das Länderspiel dem Genossen Mielke zu übertragen. Das Ergebnis muss stimmen. Damals war die SPD-Regierung dran und da haben wir uns natürlich schon unter einem politischen Druck gefühlt, denn die SPD wollte unbedingt, dass die DDR gewinnt. Und na gut, das war natürlich sehr schwierig, weil die meisten Spieler waren ja CDU-CSU-Mitglieder. Zum Beispiel der CDU-Mann Berti Vogts, Stasi-Deckname Terrier. Aus seiner IM-Akte geht hervor, nur massiver Druck von Bundestrainer Helmut Schön machte Vogts gefügig. Der Terrier zeigt Zweifel für Operativplan. Es wird empfohlen, über Vertrauenspersonen auf Terrier einzuwirken. Schön ist entsprechend anzuweisen. Schön stammte übrigens aus Dresden. Er versprach Vogt seine Nachfolge. Erst dann machte der Verteidiger mit beim Stasi-Spiel. Streng geheim, Fußballfan und Stasi-Chef Erich Mielke persönlich entwarf den operativen Stellungsplan. Das Geheimpapier belegt, die Stasi überließ nichts dem Zufall. Herr Mayer, wie lief das denn dann tatsächlich ganz konkret auf dem Spielfeld ab? Ja, wie das ablief. Beckenbauer und Vogt wussten es, dass wir verlieren mussten gegen die frühere DDR. Und na gut, Beckenbauer ist weiter hinten geblieben, also gar nicht so schnell. Und Berti Vogt hat natürlich auch schneller laufen können. Und ich war auch eingeweiht. Ich habe dann gemerkt, dass jetzt die Situation reif ist und habe mich dann hingeschmissen wie Buster Keaton. Und Sparwasser musste nur den Ball ins Tor reinhauen. Und wir haben uns dann dem politischen Druck gefügt, weil sie wollten ja haben, damals die SPD-Regierung, dass zwei deutsche Mannschaften in dem großen WM-Turnier dabei bleiben. Und das war auch so.